Ja Leute, was geht ab? Zu unserer Last of Us Challenge, wie ihr den Titel schon lesen konntet. Das zweite Rennen in Folge, ich weiß, es ist ein bisschen nicht abwechslungsreich. Nächste Woche kommt dann auch wieder Champions League, nur wir müssen uns ein bisschen einteilen. Und deswegen gibt es diese Woche leider keine Champions League, aber dafür Karrierevideos en masse. Also wieder mal das zweite jetzt in Folge. Morgen kommt dafür keins, am Freitag aber dafür wieder eines. Also oder vielleicht Donnerstag auch, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht kommen wir dann ein bisschen weiter mit der Karriere. Wir sind hier am Ungaroring, 14 Kurven, 4,3 Kilometer. Eine sehr, sehr, wenn ich es in Fußballjargon sprechen müsste, defensive Strecke, also wirklich sehr, sehr defensiv. Viele langsame Kurven und langgezogene Kurven, wo viel mehr auf Traktion wie auf Speed ankommt. Was natürlich jetzt nicht unsere Stärke ist, aber unser Auto ist im Gesamtpaket eigentlich eh das Beste. Und hier dieser kleine Gleichmacher, Regen, für mich eigentlich unnötig, weil ich habe eine 65 Plätze Strafe. Haltet euch fest, 65. Wir haben nämlich auch noch das Getriebe getauscht. Aktiviert gerne die Glocke, by the way. Und ja, lass uns hier mal ins Qualifying reinstarten. Ich bin natürlich jetzt nicht volles Risiko gegangen oder so. Ich habe einfach nur meine Runde abgespult, wie ich sie fahren würde. Und ja, ich meine, ich war mir auch im Sicheren, dass es ein Trockenrennen wird. Habe deswegen auch das Trockensetup genommen und habe mich eigentlich vollkommen aufs Rennen konzentriert und nicht auf das Qualifying, weil ich eh wusste, egal wie gut ich mich platziere, ich kann maximal vielleicht Vorletzter werden. Weil vielleicht bekommt einer noch mehr Strafen, mich oder gleich so viele. Lasst euch gerne kostenloses Abo da, würde mich wirklich freuen. Und teilt euch gerne das Video. Aber lasst uns jetzt mal ins Wochenende hier starten. Oder in das Rennen hier rein starten. Ja, das war jetzt nicht die optimalste Kurve. Und ja, wie gesagt, ich habe mich da jetzt total aufs Rennen fokussiert. Weil, ich meine ja, das ist eigentlich nur eine Proforma-Qualifying-Runde. Weil ich ja eine fahren muss, sonst ist ja die 100%-Regel. In Wirklichkeit wäre es so. Da müsste man von der Box starten und ja, das wollte ich natürlich nicht. Und wir sind nur ein Zehntel hinter Valtteri Bottas. Also das ist auf jeden Fall, ja, eine nicht schlechte Zeit. Und im Qualifying für Regen, also ich hatte schon in Brasilien Qualifyings im Regen oder im Feuchten, da war ich ja sehr, sehr schlecht. Ich weiß noch, dritter, vierter, fünfter, aber ich meine natürlich jetzt das nächste Mal Regen. Die letzten 6 Rennen gab es nur Regen und jetzt gibt es dann endlich mal wieder hier ein trockenes Rennen. Und ja, wo hätten wir uns qualifiziert? Schauen wir jetzt auf, es wäre P4 gewesen. Ist nicht so schlecht, aber ja, hat besser laufen können. Okay. Lukas Weber startet von der Pole, sehr gut. Leclerc dahinter, Hamilton und Butler. Russell und Kimi. Norris auf 7 und dahinter Perez. Vettel, Magnussen, Gasly und viele haben nur was getauscht. 10 Plätze für Verstappen, Carlos Sainz, Albon, Stroll, Giovinazzi und wir haben natürlich den Rekord Russell und wir haben eine 65 Plätze Strafe entstanden, deswegen von ganz, ganz hinten könnten wir uns vielleicht sogar aus der Box starten. Das wäre auf jeden Fall auch cool, wenn man aus der Box starten würde, aber das ist natürlich noch ein schlechterer Vorteil, weil, wobei, wenn ich von der Boxenlinie starten dürfte, wäre das fast wie eine Pole. Aber gut, ja, ich müsste ja raus 60 fahren und dann wäre das vielleicht nicht mehr so weiter. Ich wollte so sehen, was die anderen fahren, habe mir gedacht, ja, dann bleiben wir auch auf die gelben, werden, wenn es gut läuft, vielleicht eine gewagte Strategie wagen, weil wir werden dann vom Gelb vielleicht fast bis zum Schluss mit Gelb fahren und dann auf Rot wechseln. Das wäre natürlich so die optimale Strategie, so die Prefuge Strategy und ja, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut. Durchgehend bewölktes, sonniges Wetter, also sehr, sehr gut. Bisschen mehr Sprit fürs Pushen, aber nicht zu viel, weil hier braucht man eigentlich eh nicht so viel Sprit. Und der Start muss nicht gut verlaufen, ja, ist er auch nicht ganz, also er ist nicht so schlecht, aber ich meine, es schaut nur so schlimm aus, weil ich von ganz hinten starten und alle wegfahren. Aber wie gesagt, die sind ja auch alle vor mir gestartet. Muss nicht so gut sein, weil wir uns eh hier vorkämpfen müssen haben. Mit der ersten Kurve 6 Plätze, okay, 5, 6 Plätze gut gemacht. Also ich meine, besser geht's nicht. Ich habe mich wirklich mit wenig Erwartungen hier ins Rennen geworfen. Upsi, sorry. Magnussen hier mit einem, ja, sehr, sehr selbstbewussten Einlenken. Hat uns hier fast da den Vorrang genommen, aber ich will natürlich jetzt noch die ersten paar Kurven vorsichtig bleiben und nicht so arg pushen, sonst ist es dann gleich wieder vorbei. Und ja, sorry, hier war ein Cut drin, ich weiß, es tut mir leid, aber ich meine, er fährt genau vor das Auto. Was soll ich machen, Magnussen? Fahrt doch nicht mehr vor das Auto, okay? Aber gut, lasst uns hier weiter reingehen. Und wir sind nach dem Start und nach den ersten paar Kurven wirklich schon 13. und haben 7 Plätze gut gemacht. Und wenn es so weitergeht, können wir vielleicht das Rennen sogar noch gewinnen. Wir haben natürlich ein übermächtiges Auto und müssen natürlich und können gegen die kleineren Fahrerteams und so weiter. Und hier ist auch schon Bottas auf 12, auf 11. Wir können natürlich mit den kleineren
Teams, die verschlucken wir. Problematisch wird's, wenn der Teamkollege kommt oder dann ein Team, das ähnlich gute Motoren hat, dann wird's echt schwer, die zu überholen auf dieser. Es gibt ja nur eine DS-Zone und dann ja diese andere kurze. Aber die ist eigentlich nur zum Dranrobben, dass man dann bergauf irgendwie was machen kann. Aber eigentlich gibt es nur hier diese eine Überholchance, wenn man ein gleich starkes Auto hat, würde ich mal sagen. Und ja, schauen wir uns mal die Replay an vom Start. Die war extrem miserabel, würde ich mal sagen. Aber wie gesagt, ich wollte mich da jetzt nicht übertreiben und habe deswegen da auch jetzt nicht das meiste riskiert beim Start. Wenn wir von weiter vorn gestartet wären, dann hätte ich vielleicht mehr riskiert. Aber schau mal, die haben sich da alle im Weg gestanden. Wir sind ja ganz schön reingekommen und ja, eine leichte Berührung hier mit Markus, der den Platz nicht hergeben wollte. Aber alles in allem war es eigentlich ein gelungen perfekter Start. Hier auch rein, ja, da gab es diese leichte Berührung, aber ich meine, wo soll ich hin? Er macht die Tür vor mir zu. So, Bruder, schau einfach mal bitte in den Spiegel. Aber das ist ja, für das ist Markus bekannt. Und Leclerc hat einen sehr guten Start, aber Weber, bist du der? Aber natürlich, er hat den Reifenvorteil. Die hatten natürlich vor mir auch ein paar, also die meisten hatten ja die roten Reifen. Und mit den gelben startest du dann nochmal schlecht und dann schaut es gleich noch schlimmer aus. Also wären wir mit den roten gestartet, wären wir wahrscheinlich genauso gut gewesen. Aber gut, Runde Nummer 3. Es ist noch nichts passiert, wir hängen hier ein bisschen hinter Albon fest. Aber jetzt sind wir gut aus diesem schnellen Linksknick rausgekommen und wir können hier im Windschatten, ja, ziehen wir vorbei. Ja, wir drängen ihn da ein bisschen. Nein, drängen nicht, aber ich meine, okay, er will noch nicht aufgeben, aber jetzt sind wir vorbei. IT_Gaming, schaut gerne auf Instagram vorbei, aber ja. Wir werden hier unseren Vormarsch weitergehen. Zwei Plätze noch und wir holen den ersten Punkt, aber natürlich mit dem will ich mich nicht zufrieden geben. Deswegen springen wir in Runde Nummer 4. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt sind wir auch am Bottas dran. Der ist auch offen. Und schauen wir mal, ob wir ihn hier schon attackieren, beziehungsweise vielleicht sogar überholen. Okay, da wird ein bisschen von Perez eingebremst. Ich will hier Maximum an Safety gehen, kürze fast die erste Kurve ab im Gras. Aber alles gut gegangen. Runde Nummer 5 und jetzt ist Perez dran. Der ist nämlich der erste mit den roten Reifen vor uns. Also die anderen hatten auch rote Reifen hinter uns, aber das ist so ein bisschen so ein stärkeres Auto mit roten Reifen. Und gelb, jetzt ist gar nichts, weil jetzt gibt es VSC. Vielleicht können wir da ein bisschen dranbleiben. Warum? Oh, jetzt ist Bottas draußen. Schade für ihn. Läuft auch alles andere ist gut für die Mercedes dieses Jahr. Also es ist schon ein Ferrari-Jahr dieses Jahr, würde ich sagen. Und hier Motorschaden. Ja, hinter uns, das habe ich nicht mal gemerkt. Also ich meine, man schaut ehrlich gesagt eher nach vorne als mit dem Rückspiegel. Gut, schade für Valtteri. Aber ich meine, der wird es verkraften. Er hat ein sehr, sehr starkes Auto. Und weiter geht's hier. VSC ist vorbei. Und wir sind hier dran, aber sehr, sehr spät auf der Bremse. Und da ist er wieder neben uns. Wir machen hier den Hamilton, fahren außen rum und dann schneiden wir die Kurve. Und zack, den werden wir dieses Rennen hoffentlich noch öfters machen können. 10 Punkte, erster Punkt, also 10. Platz, erster Punkt ist da. Und 7. Runde, die ersten kommen in die Box mit den roten Reifen auf Strategie. Und wir hier im Windschatten von Kimi Räikkönen sind schon auf dem Vormarsch auf P6, Leute. Und wir haben noch, also jetzt einen durch die Box gewonnen. Einen Platz durch die Box. Lukas Weber war in der Box. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Das würde heißen, wenn wir jetzt in die Box fahren würden, wären wir auf wären wir wahrscheinlich wieder Letzter, aber oder wahrscheinlich ein bisschen weiter hinten. Aber wir haben noch keinen einzigen Platz irgendwie durch einen Boxenstopp gewonnen. Jetzt werden dann die ersten kommen und hier, jetzt machen wir den Hamilton bitte. Außenrum und dann sehr, sehr edel, innen vorbei, also perfektes Überholmanöver. Wir haben hier diesen Radius genutzt und dann diesen Einlenkmoment. Sehr, sehr geil, ich liebe die Kurve. Die Strecke macht von Runde zu Runde immer mehr Bock, also im Regen hat es nicht so gewirkt. Also auch im Training hatte ich meine Probleme hier, aber hier im Rennen bockt es wirklich, wenn man von ganz hinten mal davor fahren muss oder darf vor allem. Und hier verschifft sich der Letzte so ein bisschen, an dem wir näher dran waren, dank ihm. Dank Devin Butler bekommen wir noch DS, aber den hätten wir jetzt auch auf der Geraden kassiert. Und nein, sorry, Weber war vorher nicht in der Box, jetzt ist Weber in der Box und Hamilton ist jetzt vor uns. Wir sind schon stand jetzt auf dem 3. Platz, das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Also wirklich besser geht's fast nicht. Und wir bekommen hier nochmal DS für Butler, der eigentlich in der Box ist, aber gut. Extrem geil, mich freut's wirklich mega. Und jetzt ist nur noch Hamilton und Leclerc. Die tun mit den gleichen Reifen wahrscheinlich ein paar Prozente besser, weil Leclerc, keine Ahnung, seit der 5. Runde auf 1 fährt. Und hier kommt so ein bisschen eine Competition Überholmanöver von Gasly. So,
dann Bottas. Zack, hier wunderschön durch. Ja, da hatte ich ein bisschen Angst, dass ich ihn abräume. Aber es ist alles gut gegangen und wir konnten da alles gut. Weiter geht's. Ricardo. Sehr, sehr schön. Also es war, glaube ich, nicht Ricardo. Ich glaube, das war Hülkenberg, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das sehen wir beim nächsten. So, das ist auf jeden Fall, das ist Hülkenberg. Das sehen wir jetzt auch. Ich wusste es bei manchen nicht mehr, wie die heißen. Giovinazzi. Auch sehr, sehr gute Überholungschance hier in dieser... diesen Bus-Stop würde ich fast sagen. Bus-Stop, nächstes am Donnerstag oder Freitag, keine Ahnung, geht's mit Belgien weiter. Und am Wochenende natürlich die Megasaison. Wir kennen Weltmeister werden mit Force India und hier auch wunderschön Kimi Räikkönen überholt. Es war nicht Giovinazzi, es war Vettel. Okay, hier außenrum, das habe ich gemeint. Das war so ein perfektes Überholmanöver. Und kein von der Strecke gedrängt, es war einfach perfekt angefahren. Und ja, wir sind doch jetzt ein paar Ründchen später an Hamilton dran. Der verschießt sich in die Box und wir werden gleich, weil auch Charles Leclerc in der Box ist, werden wir gleich den ersten Platz übernehmen. Wir sind vom letzten Platz vor 17 Runden, 18 Runden gestartet und sind jetzt Führender. Leclerc holt sich die Weißen und jetzt habe ich so ein bisschen überlegt, was kann man machen, um so ein bisschen so die Strategie, ja, zu bangen, so richtig rauszuholen. Und ich dachte mir, wenn ich es schaffe, wirklich bis Runde 4, 25 draußen zu bleiben mit diesen gelben Reifen, dann könnte ich wirklich mit den roten fertig fahren. Wird wahrscheinlich nicht erster werden. Und hier jetzt eine Runde bevor wir in die Box fahren, 60%, 56%, also es klappt locker. Ich hätte, glaube ich, keine Ahnung, bis Runde 30 auch fahren können. Nur dann wäre mir Leclerc am Heck gepickt. So, eine Runde später geht es jetzt in die Box und schauen wir mal, wo wir rauskommen. Es wird auf jeden Fall interessant. 70% haben die Reifen knapp. Also sehr, sehr, sehr spannend. Leclerc hat uns überholt und auch Hamilton wird uns überholen. Das Gute ist, wir sind mit diesem Boxenstopp und mit dieser Strategie knapp nur hinter Hamilton rausgekommen. Erstens mal, also wir haben so gut wie keine Zeit auf Hamilton verloren. Und zweitens mal haben wir Lucas Weber overgecuttet mit so einer perfekten Strategie. Ja, okay, das Ding ist natürlich, Weber war noch mal in der Box und hat sich, Alter, der ist weiß, gelb und, der ist rot, weiß und gelb gefahren, also das ist auch eine scheiß Strategie. So, Lilia im zweiten sagt er, das ist die Runde nach der Box. Also wir sind schon ganz, ganz nah dran an Hamilton. Später werden wir noch erfahren, warum Hamilton so langsam war. IT-Gaming, oh mein Gott, ja, hier eine leichte Radanradbührung. Aber wir kommen ja schön durch. Ich will natürlich keinen Reifen verschwenden an Hamilton, sondern ich will hier Leclerc noch schlagen und somit wirklich einmal das komplette Feld aufgeholt. Last First Challenge habe ich, glaube ich, letztes Jahr einmal mit Alfa Romeo geschafft. Also das wird auf jeden Fall. Hier haben wir die Replay nochmal von dem Überholmanöver. Schön angetauscht. Er ist ein bisschen weiter rausgekommen. Ich dachte mir, ja, hier sehe ich die Lücke. Es war nur eine Radan-Rad-Berührung. Und also das ist echt nicht so schlimm, also würde ich sagen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das so findet. Und lasst doch gerne kurz ein Abo da. Würde mich wirklich freuen. Und Däumchen nach oben. Kann auch nicht schaden. Ein kleiner Support für unseren Kanal. Und ja, wir holen auf. Stetisch, genau. 100, eine 1.16, Alter, das werden wir scheiße zusammen. Eine 1.16 und da vorne ist es gelb und eine Türkise dahinter und scheidet aus. Ja, auch der nächste Mercedes. Immer nachdem wir sie überholt haben, scheiden sie aus. Also sie denken sich wahrscheinlich so. Wenn wir von Mercedes, also von der Ferrari überholt werden, dann gehen wir aus. Und ja, das ist jetzt auch das zweite Mal der Fall. Doppelausfall für Mercedes, das ist wahrscheinlich, ja, ein schwarzer Sonntag heute. Und Motorschaden, auch beim Motorschaden, also das ist jetzt echt fast lächerlich, dass bei beiden das gleiche passiert. Die sind natürlich hier für diese Strecke Favoriten. Ja, jetzt ist es mal Mercedes. Jetzt ist es mal Ferrari. Zwei Runden vor Schluss. Wir haben endlich den Anschluss gefunden hier in Charles Leclerc. Das Problem, die Reifen sind so durch und ja, wie gesagt, wir haben den gleichen Motor. Und das ist natürlich, ich habe zwar DRS, aber er weiß natürlich jetzt nach ein paar Runden genau, wo ich so Zeit verliere und so weiter. Wird schwer, ihn irgendwie zu kassieren. Hier sind wir nah dran, aber hier bleibt er stur auf der Ideallinie. Und das ist natürlich, ja, schlecht für diese für diesen Superhomanöver. Hier sind wir nah dran und Runde Nummer 33. Wir sind immer noch hinten und jetzt sind es noch mehr wie vorhin. Wir müssen jetzt irgendwie einen Überraschungsangriff starten. Schauen vor allem, dass wir ihn da hinten nicht reinkrachen oder so. Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ein sehr, sehr spannendes Finish, aber ich denke mal eher zugunsten für Leclerc als für uns. Wird auf jeden Fall interessant, aber das wird nichts mehr. Ich glaube nicht mehr. Wir sind hier in der vorletzten Runde. Wir waren so nah dran an dem perfekten Rennwochenende, wirklich. Von ganz hin. Werden wir von 15 gestartet. Ja, hier ein bisschen die Kurve mitgenommen. 0,4. Aber ja,
Letzte Runde beginnt, was soll ich sagen, es langt nicht, 0,7. Die Reifen lassen nach durch das Hinterherfahren. Und wie gesagt, wir haben den gleichen Motorvorteil. Und ich würde mal sagen, meine abgenutzten Reifen sind jetzt genauso schnell wie seine. Wie seine weißen Reifen. Schade, aber ich meine, was will man mehr? Wir sind von 20 auf 2 gefahren. Und ja, den Sieg gönne ich jetzt mal Leclerc. Der hat die letzten zwei Rennen 0 Punkte geholt. Also ist es jetzt mal fair, dass er 6 Punkte mehr holen will, weil den 7. werde wahrscheinlich ich holen mit einer sehr, sehr guten Strategie. Ich hätte mir die echt nicht so gedacht. Und upsie, ja, hier ein bisschen verlenkt. Und das ist vielleicht so der aggressive Moment, wo man denkt, vielleicht irgendwo noch, aber ich meine, das ist sowieso unnötig, hier noch probieren zu überholen, nur durch nur durchs Abkürzen oder so. Deswegen werde ich es auch, es wird euch auch nicht ausgehen. Wir sind eine halbe Sekunde hinten. Und hier nochmal richtig aggressiv die letzten Kurven, aber spätestens jetzt sollte man leuchten, dass es echt sehr, sehr knapp wird und sich echt nicht mehr ausgehen kann. Ein, zwei Runden wäre ich früher hier dran gewesen, wären die Reifen vielleicht noch frischer gewesen. Hätte wäre, wenn, ich meine, was will man mehr? Von 20 auf 2. Es war eine Last-to-Second-Challenge und hier mit einem leichten Hänger von Gamesets. Ist es eine Second-to-First, also eine Last-to-Second-Challenge. 18 Plätze in 35 Runden. Also das war auch ein sehr, sehr spannendes und vor allem auch mega, mega mäßig intensives Rennen, würde ich sagen. Und ja, natürlich wieder ein Doppelsieg für Ferrari ist auf jeden Fall für die Fahrerweltmeisterschaft, also für die Konstrukteursweltmeisterschaft sehr gut und natürlich auch für die Fahrerweltmeisterschaft. Ich baue hier den Vorsprung auf Hamilton aus, weil er ja wieder nur Punkte holt und wir holen megamäßig Punkte. Und Leclerc holt auch mal auf. Der ist jetzt auch hinter Hamilton. Oder der ist hinter Hamilton. Ich weiß nicht, ob er hinter Bottas auch ist. Aber er ist auf jeden Fall hinter Hamilton. Und das wird sehr, sehr interessant. Und ein ganz neues Gesicht. Lucas Weber hat es endlich mal aufs Podium geschafft. Unser Rivale der Formel 2 von vor zwei Seasons hat es hier drauf geschafft. Wir sind mit Ferrari zwar noch weiter oben und in der WM fast uneinholbar. Aber vielleicht werden wir nächstes Jahr sein Teamkollege. Also das wäre auf jeden Fall auch sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, ob wir die Williams Mercedes Academy machen oder die Red Bull Academy. Auf jeden Fall werden wir auch eine McLaren Academy machen. Die wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Weil ich möchte auf jeden Fall Norris, weil man darf jetzt auch den Teamkollegen aussuchen seit dem letzten Update. Schaut gerne auf Snapchat vorbei, Tobi_2605. Und ja, das wird auf jeden Fall interessant. Man darf sich jetzt den Teamkollegen aussuchen. Ich hätte mir so und so Leclerc genommen, aber in der ersten Season hätte ich dann schon gerne Giovinazzi gehabt. Ich bin ein Fan von ihm. Und der wird auch nächstes Jahr bleiben. Es kommt auch am Wochenende wahrscheinlich noch ein Silly Season Video. Wie, wo, wohin? Die Silly Season ist vorbei. Alles wurde entschieden. Aber mehr dazu schalte ich gerne am Sonntag ein. Da kommt ein Spezialvideo dazu. Und ja, wir sind in Weltmeisterschaft Erster mit 122 Punkten und 133 vor Charles Leclerc. Hamilton hat richtig eingesteckt. Also ich müsste jetzt 5-mal ausfallen und dann wäre ich Zweiter in der Weltmeisterschaft. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr entspannt. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Sie haben ja während des Rennens eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen, würde ich sagen. Hast du gut bemerkt. Hast du sehr, sehr gut aus dem Kontext geschlossen. Und yo, das ist auf jeden Fall. Das war ein ganz enger Zieleinlauf mit Lucas. Wie ist es, gegen einen ehemaligen Teamkollegen zu fahren? Ja, das war echt eng. Ich würde sagen, sehr gut das Rennen von Weber, wirklich. Der ist auch, der kommt da immer weiter hinauf. Im ersten Rennen hat uns da schon die Parole geboten. Lucas, also der wird noch groß, denke ich mal, wenn ihr vielleicht nächstes Mal oder in der nächsten Season ein besseres Team bekommt, wäre das vielleicht gut, wenn er da was holen kann. Wie fühlt es sich an, mit Ihrem alten Formel 2 Teamkollegen auf dem Formel 1 Podest zu stehen? Ja, natürlich, es ist ein unglaubliches Gefühl. Wir sind wirklich Formel 2 Teamkollegen, er hat uns den Arsch gerettet, wie wir da im Paddock so ein bisschen angefechtet wurden von Butler. Und ja, es ist echt cool, dass er da wieder oben ist. Und das war ein knappes Rennen. Wie stehen Sie zueinander? Ja, leider zugunsten für ihn, würde ich sagen. Es war sehr, sehr knapp, aber Leclerc hat das richtig gut angefahren. Wie gesagt, eine Strecke, wo man sehr, sehr schlecht überholen kann. Und deswegen denke ich mal, ist es
verdient gewonnen von ihm. Und er ist echt ein konstantes reingefahren. Überhaupt nachdem er Weber überholt hat, ist er sehr, sehr gut gefahren. Und er war noch sehr zwischenzeitmäßig. Klasse, das war dann Klasse. Alles. Gut, man nimmt, er hat die frischen Versen gehabt und nicht die abgelutschten gelben. Aber er war wirklich zeitweise. Aber ich meine, wir fahren auf einer Schwierigkeit von 100 Ernst. Und das ist dann wirklich schon mal so rangemäßig schon so. Ja, fast auf Augenhöhe mit der KI. Und wir dürfen uns hier eine neue Fahrerprofil anlegen. Ich will nicht über so eine Leistung kann sich keiner beschweren. Hier überschätzt werden. 4 im Qualifying wäre auf jeden Fall gut und noch 2 im Rennen. Oder ja, weil wenn mal Leclerc gewinnt oder Hamilton oder so. Wir werden es jetzt richtig übertreiben. Ich will von allem so das Maximum circa rausholen. Aber ich denke mal, das wird sie mit dem Wert nicht ausgehen. Ich glaube, mein Wert, wir verlangen hier eindeutig ich zu jetzt, viel. Ich habe in den wir letzten ihnen mehr entgegen. 11 Rennen 10 gewonnen, 11 gewonnen. Ah, okay, in den letzten 11 Rennen 8 gewonnen, 7 gewonnen. Und jetzt übertreiben wir nicht so. Ach, das wir geht noch immer noch. Mit uns müssen wir nicht zugestimmt. Star pushen. Wir sollten das erneut pushen. Versuchen. Komm schon, komm. Ja, ich will aber hier das Maximum in der Box und das Maximum am Punkt rausholen, weil ich will das Auto so ein Biest machen. Ich will es upgraden und ich will natürlich auch Weltmeister werden. Das Team hat den Vertragsbedingungen zugestimmt. Alles, was jetzt noch fehlt, ist wir haben hier ein bisschen. Da wird der Vertrag ab dem nächsten Rennen gleichzeitig am Wochenende eingesteckt, in der gleichzeitigen Produktion eingesteckt und mit dem Boxenstopp. Ja, wir werden uns einen Hochkaräter nehmen. Es wird auf jeden Fall ein oberer Fahrer und es wird Hamilton oder Bottas. Es wird Bottas. Ja, also Bottas ist unser neuer Rival, also es wird auf jeden Fall nicht einfach gegen ihn zu fahren, weil er ist ein konstanter Fahrer. Ich meine, auch wenn er jetzt ausgeschieden ist, ist er ein konstanter Fahrer. Und ja, gut, schauen wir uns im nächsten Rennen an, wie das so laufen wird. Chassis technisch sind wir echt miserabel, aber auch schon auf 3. Aktiviert gerne die Glocke. Ja, und wir werden dann hier ein bisschen Chassis upgraden, weil dann überholen wir wirklich, Alfa Renault, okay, das ist auf jeden Fall ein interessantes Funfact. Im Motorbereich sind wir wirklich einen halben Zentimeter vor Mercedes, also da sind wir uneinholbar und ja, für heute war es mal, lasst gerne ein kostenloses Abo da, Däumchen rum, würde mich wirklich freuen, wenn ihr uns da supporten würdet und teilt auch gerne das Video mit euren Freunden. Aktiviert auch gerne die Glocke, dass ihr nichts verpasst, für heute war es mal, bis zum nächsten Mal und tschüss!